Nach den hohen Temperaturen haben Hitzegewitter an vielen Teilen des Nordwestens für Starkregen samt Blitzen und Donner sowie Überflutungen gesorgt. In der Großleitstelle Oldenburger Land hieß es am Morgen, es war die Hölle los. In Oldenburg stand die Alexanderstraße unter Wasser. Auch die Unterführung des Melkbrings war teilweise überflutet. Wassermassen sammelten sich zudem vor der Notaufnahme des evangelischen Krankenhauses. Der Grund: Es gab einen Wassereinbruch über den Hubschrauberlandeplatz in das Gebäude, teilte die Feuerwehr Oldenburg mit. Mehrere Einsatzkräfte mussten das Wasser abpumpen. Ansonsten nennt der Feuerwehrsprecher die Einsatzlage in Oldenburg überschaubar. Im Ammerland ist aufgrund des Unwetters ein Baum auf eine Oberleitung gestürzt und hat Behinderung im Bahnverkehr ausgelöst. Die Strecke zwischen Leer und Bad Zwischenahn bleibt voraussichtlich bis 12 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr rückte insgesamt zu 130 Einsätzen aus. Auch in Ostfriesland haben die Starkregenfälle am Abend zu hunderten Feuerwehreinsätzen geführt. Betroffen gewesen sei vor allem die Stadt Aurich, sagte ein Sprecher der Einsatzzentrale in Wittmund. Besonders das AWO-Wohnheim im Stadtteil Popens sowie das Krankenhaus in Aurich haben den Einsatzkräften Sorgen gemacht. Aus dem Pflegeheim mussten rund 25 Bewohnerinnen und Bewohner abends in eine Sporthalle gebracht werden. Das Deutsche Rote Kreuz sorgte für die Bewohner, hieß es. In einem Auricher Krankenhaus arbeiteten Kräfte mehrerer Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks daran, eine Evakuierung zu verhindern. Insgesamt zählte die Leitstelle für Ostfriesland innerhalb von 4 Stunden im Landkreis Aurich 208 Einsätze, davon rund 180 im Stadtgebiet. In Friseute hat der Starkregen das Flachdach des Postenmarktes Zimmermann zum Einsturz gebracht. Die Einsatzkräfte waren Stunden im Einsatz, um Bäume von der Straße zu holen und Keller leer zu pumpen.